Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Reaction hier auf dem Kanal. Heute mal zu einem Thema, was mich eigentlich absolut null interessiert. Aber als ich das Spiel gesehen habe, hat es mich doch gepackt. Und es sieht ziemlich spannend aus, nämlich Star Wars Outlaws. Und heute schauen wir uns den offiziellen Gameplay-Trailer an. Von der Ubisoft Forward vom Summer Game Fest. Und wir gehen direkt hinein. New record. At the top, where it should be. Let's go, Nix. Hello, everyone. I'm Matthias Carlson, game director at Massive Entertainment. Today, we'll show you a different type of adventure. And as we journey across multiple systems, we will come across many opportunities for a scoundrel. Da ich natürlich absolut nichts von Star Wars kenne, kann ich hier nirgendwo was dazu sagen. Ob es irgendwelche Easter Eggs hat oder sonstiges. Oder die Charaktere kenne ich absolut gar nicht. Höchstens R2-D2, aber den kennt man einfach. Aber ja, ich fand es interessant, weil es eben ein Open-World-Spiel ist. Und die Grafik sah nice aus. Und noch andere Dinge. Aber wir werden es jetzt gleich sehen. In Star Wars Outlaws, one of your motivations for exploration is to find elusive experts scattered across the galaxy. These experts will help Kay pick up new skills to survive in the underworld. Here, we're looking for a gunslinger who can teach us some new tricks. Our intel points to the Mos Eisley Cantina on Tatooine. So let's head back to our ship. We're picking up in Akra Station. A remnant of the Clone Wars, it used to be a refueling station that now acts as a trade hub for illegal contraband. It's a great place to resupply. Sieht so vielfältig aus. Merchants are often affiliated with a syndicate and might offer you a special deal if you're in good standing with them. This kind of business attracts all kinds of shipjackers, contract brokers, and corrupt officials. Need your name cleared from the wanted list. Da diesen kenne ich. Mehr auch nicht. Your ship, the Trailblazer, is a refined EML 850, the last of its kind. On board, you'll find everything you need to finalize your preparations. Ist halt schon echt cool, wie Spiele sich mittlerweile entwickelt haben und sehr detailliert sein können. Ich meine nur schon hier in diesem Shot. In diesen ganzen hier Kabeln, Schrauben und weiß nicht was alles. Crazy. Boah. Hey Andy. Hi Kay. Each planet has its own system for you to explore, and many opportunities to make a few credits, which you can choose to engage with or not. I am under attack! My ship will not survive long! This is Kay Vess on board the Trailblazer. Die Musik kennt man natürlich auch von Star Wars. One down. Boah, Junge. Happy to help. And you can tell Gorak he owes K-Vess a ship. In space, your actions also have consequences and can impact your reputation with syndicates.
This optional dogfight allowed us to improve our reputation with the Pikes, while making a few credits. Spooling up the hyperdrive. Now let's continue our journey and head to Tatooine. Schlauer loading screen. Tatooine Space. Ist natürlich viel besser gemacht als bei Starfield. Ich habe es noch nie gespielt, aber ich habe es gesehen und das ist schrecklich. Ladescreen nach Ladescreen nach Ladescreen nach Ladescreen. Eigentlich wie bei Skyrim, weil es halt die gleiche Engine ist. Und leider sehr traurig, muss man sagen. Von daher ist das wahrscheinlich wirklich viel besser gemacht hier. Edge of the Galaxy. The Tattoo System is in the clutches of the Hutt Cartel. Our reputation with them is poor, so we best be on our way. Kann halt wirklich landen ohne Ladescreen so gesehen. So, das hier wisst wahrscheinlich der Ladescreen wieder. Welcome to Legendary. Aber es hat sehr schlau gemacht. The infamous hive of scum and villainy. Boah. Hey Junge. We could head straight to our destination. Or explore what the city has to offer. Recreating this iconic city is a dream come true for our team. Allowing us to show parts of Mos Eisley you've never seen before. Room for one more? There are many opportunities for a scoundrel, including working your way in with the Hutt Cartel. Most of Tatooine's economy is under their control, even though the increased Imperial presence has been hurting their business. Storm. But first, we need to pick up the trail of our expert gunslinger. Wie kennt man natürlich auch. Is the Cantina. By asking around, we learn of a pirate who is deadly with the blaster and who used to work for the Hutt Cartel. Our intel leads to one of their storehouses, located in the southern hills. Traveling to your destination can be an adventure in itself. As you move across scorching dunes and dusty valleys, you'll quickly realize that this lawless desert planet still holds many mysteries. Sieht halt schon ziemlich gut aus. We need to locate our storehouse and find our way into this heavily guarded fortress without triggering the alarm. Busy place. There's a data pad or something that can tell me who that old gunslinger is. Nix, attack. Schöne Ablenkung. Good job, buddy. Nix, do you sense anyone close? Das hier ist cool. Sutta. Aguatisti! Easy. All right, let's see what we have here. Thank you.
Yes, I got it. Wait, Quint? That sheriff from Wayfar used to work for the Hutts? I should talk to her. Huh? Oh, come on! We've been spotted, but we now know where to find our gunslinger. Let's get out of here quick. We're in trouble, pal. Ich werde nie verstehen, wie Leute mit Gamepad solche Spiele spielen können. Ich werde es nie verstehen, wie das möglich ist. Hier ist natürlich klar, weil meistens entwickeln sie ja die Spiele vorerst für die Konsole und dann erst für den PC. Und deshalb kommt das Gameplay von der Konsole wahrscheinlich. Und nicht vom PC. Aber trotzdem, ich würde es nie verstehen. Ich würde da völlig versagen. Come on, Nick. Was? You again. If you're still looking for Haas, I haven't seen him. Actually, I'm here for you. I heard you're the best shot on the planet. Oh, and you want to be second best. Now is not a good time. The Hutts are coming, and I need to get ready. Get your blaster out. What we have just shown you is the beginning of one of the many adventures you can go on in Star Wars Outlaws. Whether you want to learn new blaster skills, upgrade your speeder. Boah. Or become an unstoppable thief. Finding an expert is always an adventure in a galaxy full of opportunities. We should keep moving. Wow. Available August, 30. August. Wie gesagt, ich bin absolut gar kein Star Wars Fan, aber das sieht unglaublich cool aus. Und ehrlich gesagt halt auch besser als Starfield. Ich muss es sagen, I'm sorry. Auch wenn Starfield ja das... ja die große neue IP von Bethesda sein soll. Aber tut mir leid, das sieht Unmengen besser aus. I'm sorry, hat mich überzeugt. Ich werde es wahrscheinlich auch versuchen zu spielen. Wie ich das eigentlich bei jedem Trailer sage. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Ich finde es cool, sieht gut aus. Und ich hoffe mal, dass es Star Wars, zumindest die Leute, die Star Wars kennen, auch gerecht wird. Von daher... vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.